Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, jetzt wird die Fahrt gemacht von Dänemark, Esbjerg nach Gorsdorf, Kotzow, keine Ahnung, kann kein Polnisch. Und das ist auf jeden Fall eine längere Tour. Das heißt, wir werden dieses Mal vielleicht... Ach ja, und wir haben eine Windturbine geladen. Also ein Teil einer Windturbine. Das ist nicht unbedingt der Modus, in dem ich fahren möchte. Wo fahre ich überhaupt hin? Ist das überhaupt der Ausgang? Ja, ich glaube hier, oder? Ja, da vorne. Gut, also wieder hinein ins Auto. Und dann schauen wir mal. Was für ein herrlicher Sonnenuntergang. Oh, Sonnenaufgang. Okay. So, die Turbine ist, glaube ich, etwas länger. Wir haben einen entsprechenden Schwertransport hier. Der vielleicht ein bisschen ausholen soll. So, da kommt niemand. Da kommt auch niemand. Und dann schauen wir mal. Nehmen die ganze Straße für uns. Um auch wirklich sicher zu sein. Und ich bin schon in die falsche Richtung losgefahren. Wie habe ich das geschafft? Macht aber nichts, weil da vorne scheint noch ein anderer Weg zu sein. Es hat auch korrigiert. Ja, da. Ah, ich habe eine Ahnung, wie das passiert ist. Der hat einfach umberechnet. Gut, da kommt gerade niemand. Da kommt auch gerade niemand. Also, um mit uns. Schön vorsichtig mit dem Riesenteil. Ha, man merkt auch, das Auto ist doch um einiges schwerer als normalerweise. So, wo bauen die denn diese Geräte? Das ist ja mitten auf Nirvana hier. Das müsste gut gehen. Tut es auch. Licht nicht vergessen. So, dann da vorne kommt unser größter Feind. Mit solchem langen Hänger. Na, das ging doch bis jetzt noch ganz gut. Wir sind zwar über die innere Linie, aber ich glaube, das war auch noch machbar und erlaubt. Was fahren wir denn gerade? Ein Iveco. Hässliche Außenfarbe, grün, dunkelgrün, Jägersgrün. Im Rückspiegel können wir noch die Sonne untergehen. Untergehen? Ich denke aufgehen. Sehen. So, nach einer halben Ewigkeit haben wir es sogar geschafft. Ah, ich weiß, wo ich bin. Auf 70 hochzukommen. Das heißt, wir haben da, glaube ich, noch eine kurze Strecke 60.
Geschwindigkeitsinfo. Tempomat. Ah, guckst du. Der Tempomat wird sogar sauber angezeigt. So, jetzt ein bisschen weiter rüber, damit wir hier gut durch rumkommen. So, dasselbe hier. Das ging ja super. So, jetzt wird es interessant. Hier haben wir extra diese Umfahrung. Gut, da scheint niemand zu kommen. Wie es aussieht beim nächsten auch. Nee. So elendslang, wie ich dachte, ist der gar nicht. Ja, das heißt, dass wir auf der Rückfahrt dann jetzt ja wahrscheinlich wieder die Fähre nehmen. Ne, warte mal, wir sind noch. Ne, wir sind ja nicht in Großbritannien. Keine Fähre. Wagen hat einen Tacho, der bis 120 geht. Interessant bei einem Auto, das eigentlich auf 90 begrenzt ist. Da wird der Tempomat sogar im Display unten angezeigt, das ist schon mal nicht übel. So, haben wir hier 60? Ne, nur Überholverbot. Ah, doch. Die ist doch noch in Erinnerung. Richtig in Erinnerung, meine ich natürlich. So, jetzt sind wir gleich in Deutschland. Da dürfen wir sowieso nur 60 fahren. Dann sollte ich aber die 60 auch mitnehmen. So, ja, ich hatte vom Lichtpfeil das ja schon gedacht. Das ist so ein Untergang, ist so nicht Sonnenaufgang, aber hier steht 8 Uhr. 30 und nicht etwa 20.30 Uhr. Das könnte sogar die erste Tour sein, wo wir mal in der Nacht schlafen müssen. Vielleicht auch die erste, in der wir tanken müssen. So, hier müssen wir dann gleich abbiegen. Hat wieder gut geklappt. Und dann können wir wieder 60 fahren. Ich glaube, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe und relativ häufig gespielt habe, vor allem auch, habe ich dann herausgefunden, dass man auf der Karte bessere Strecken auch finden kann. Vielleicht schauen wir mal kurz hier auf die Karte. Ja. Hier auf die Karte.
Aber hier sieht es nicht aus, als ob wir eine bessere Autobahnverbindung hätten. Ne, sonst müssten wir runterfahren bis Hamburg. Dann bis Berlin. Ja, bringt es nicht. Wir müssen wirklich hauptsächlich den Landweg nehmen. Der Bomat. Würde fast gerne noch schauen gehen, ob ich die Uhr umstellen kann. Aber das mache ich lieber, wenn wir die Tour abgegeben haben. So, hier müssen wir anscheinend auf die Autobahn. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil: dort fahren wir schneller und unkomplizierter. Der Nachteil: wir müssen dann da erstmal drauf kommen auch. So, die Ampeln sind um die Tageszeit ausgeschaltet, wie sie aussehen. Warte ich, bis die beiden LKW da durch sind. Oder auch nicht. Würdest du aus dem Weg gehen? Hallo? Was geht mit dem ab? Der stellt sich da einfach in den Weg. Ich meine, er blinkt ja nicht, dass er jetzt abbiegen wollte oder so. Schaue ich mal, ob ich irgendwo vorne drehen kann. Weil wenn der einfach die Straße belegt, dann... kann das natürlich nicht gut gehen. Pass mal auf. Hier müsste ja ein Durchgang sein. Und da jetzt wieder eine größere Kreuzung kommt. So, jetzt darf uns bloß keiner hier durchfahren. Okay, das wäre geschafft. Jetzt müssen wir rechts statt links abbiegen und haben dann hoffentlich niemanden mehr, der uns einfach den Weg versperrt. Vorsichtig, weil eng. Und Vollgas. Damit wir hier schön mit möglichst hoher Geschwindigkeit dann auf die Autobahn kommen.
Und dann haben wir unsere 80 zur Auswahl. So, nach 8 Stunden im Spiel. Bin mal gespannt, ob wir in Berlin vorbeikommen. Auf dem Autobahnschild und dann ist aber, glaube ich, nicht an. Gar nicht, gibt es Mods, die den Effekt von flüssigen, also von Tanklastern nachbilden können, weil die schwappen ja nach. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, aber im Originalspiel war es nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Säure geliefert und bei Säure wäre mir das jetzt auch nie aufgefallen, dass die nachschwappen. Das ist fast noch spannend, wäre noch eine sehr interessante Mechanik, wenn sie das auch simuliert hätten. So, wie es aussieht, bleiben wir auf der Straße. Nee, bleiben wir nicht. Wir müssen dann außen rum. So, und jetzt hier die zweite Ausfahrt. Was gut ist, weil die erste hätte gar nicht gegangen. So, und hier. Blinker aus. Es ruckelt etwas, das ist nicht so geschickt für mich. Ich muss so weit wie möglich ausholen, wie es aussieht. Ja. Schnell hinten über die Linie. So, wie es aussieht, verschmelzen die Autobahnen dort. Das heißt, ich muss die Spur wahrscheinlich nicht wechseln. Doch. So, fährst du eigentlich gerade so langsam? Dann müssen wir da schon wieder ab. Okay. Glaube ich, noch nicht mal unsere Höchstgeschwindigkeit, unsere zulässige Höchstgeschwindigkeit erreicht gehabt. Ja, das ist komisch, das ist richtig unregelmäßig. Hier scheint die Ampelanlage des Nächtens auch ausgeschaltet zu sein. Und schon habe ich wieder einen Joystick weniger zu bedienen. Na, was treibt ihr da? Mit was haben wir gestartet? Mit 91.100 irgendwas?
Also komm, F6. Wir dürfen ankommen Mittwochnacht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu schlafen. Also zu müde werden. Huch. So, F5, okay. So, das ist jetzt schön schön. Ein Bus. Jetzt wird's eng. War nicht extrem. Ah, das ist natürlich auch möglich, dass das einfach der Schwung ist vom Anhänger, der uns da ab und zu mal plötzlich etwas ausbremst und dann eine Sekunde später oder so, dass die ganze gespeicherte Energie auf einmal wieder rauslässt. Was ist das da? Ah, das gehört einfach nur zur Autobahnbrücke. Gut. Ja, bei so einer Nachtfahrt, da fällt einem auf, wie schmutzig der Bildschirm ist. Da hätte es eine Raststätte, aber dafür sind wir, glaube ich, noch nicht müde genug. Wir sollten noch warten, bis wir mindestens die Hälfte haben. Jetzt sind wir in Lübeck, noch nicht im Osten. Also eben spätestens beim Grenzübergang Richtung Polen im ersten vielleicht soweit, dass wir unsere Pause einlegen. Ja, ich meine, da sind wir in der letzten Folge ja auch schon mal durchgekommen. So. Ich glaube, es will uns damit sagen, wir sollten hier etwas langsamer durch. Was allerdings heißt, dass wir jetzt noch im Stadtgebiet sind, was das Spiel jetzt geflissentlich ignoriert hat und wir eigentlich nur 50 fahren durften. So, jetzt dürfen wir mehr. Und vorne kommen wir wieder auf die Autobahn. Hoffentlich nicht wieder mit so ein paar Idioten, die uns blockieren. Was ist gerade für ein Symbol da unten? Das war nur ganz kurz an. Das ist ein gelbes. ABS vielleicht? Nee, ich habe ja nicht gebremst. Oh, sehr schön. Lang. Und war nicht hundertprozentig elegant, aber wir sind durchgekommen. So, diesmal müssen wir ganz außen rum. Das wird spannend. Wenigstens haben wir keinen Verkehr. So, und hier jetzt schön.
Und ein Schild weniger. Beinahe wäre es noch ein zweites geworden. Shit. So, die Joystick-Steuerung, weil ich nicht so schnell lenken konnte. So, es wird mich schon niemand anzeigen. Nein, 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 nein. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt auf die Karte schaue, kann ich dann dort unsere Route sehen? Kann ich? Und wir werden jetzt wohl eine Weile auf der Autobahn bleiben. Was ist denn mit der gelben Strecke auf sich? Ich meine, das ist die, die wir das letzte Mal gefahren sind, aber wieso ist die noch drin? Ja, also ich glaube ab Rostock oder so, da könnte ich dann mal wegen Nachtruhe schauen. Rostock, nicht Rostock. So, jetzt passen wir auf mit F6. Nee, das zeigt uns unsere Frachtgeschichten. Ja, hier 0% Schaden. Also aller Schaden, den wir angerichtet haben, waren am Schild. Uns selber haben wir nichts angetan. Tank sieht gut aus. Tank müsste bis zum Ende reichen. Da ist ja Rostock schon. Das ging jetzt aber schnell. Ich sag dir auch nur ab Rostock, müssen wir dann schauen. Nicht, dass wir gleich in Rostock die Pause machen. Lustig. Sieht es so aus, als ob da die Sonne immer noch am Untergehen wäre. Überseehafen. Ist ja auch interessant. So, wenn der hier so schön fährt, oder? Jetzt kommt er vorbei. War ein bisschen in seiner Spur, während ich da nicht, gar nicht gelenkt habe, während ich die Außenansicht geschaut habe. Dummersdorf, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Es wird Zeit, dass ich langsam mal in den Süden komme, Aufträge im Süden erhalte. Denn im Süden kenne ich mich in meinem Real Life doch etwas besser aus.
Dummersdorf und Waldeck. Waldeck kenne ich. Ah, aber ich kenne Waldeck in der Schweiz. Schreibt man, glaube ich, auch Waldeck mit 2G, EGG. Das da vorne scheint mir ein Rasthof zu sein. Sieh mal, ist die Sonne kaputt? Das scheint doch die Sonne zu sein, die wir da jetzt sehen. So. Hier gehen wir dann rein. Ist der links? Nee, ist nicht lang genug. Bremsen wir hier schon ab. In Stralsund. Und tanken müssen wir nicht, oder? Nee, nur parken. Ich überlege gerade. Ah, man sieht so, kann es nicht sehen. Nee, da wäre kein Parkplatz gewesen, wie es aussieht. Wir sind tatsächlich hier durch. Hier, schöne Parkplätze. Die Tatsache, dass die allerdings kein Zeichen dort haben. Ah, drücken Sie folgende Taste, um den Motor abzustellen. Joy, Lightstick. Ah. Ich glaube, die Uhr war verstellt. Mittwoch, 14:18 Uhr. Okay. So, Licht braucht man nicht mehr. Oh, ich hoffe, ich war nicht mit angezogener Handbremse hin. Handbremse wäre Leertaste. Es ist gut, mit 40 auf die Autobahn. Das ist auch nicht gerade prall. Gut, jetzt scheint es erstmal ein Stück geradeaus zu gehen. Sehr willkommen. Uns und das ist das nicht. Hey, ein grünes Polizeiauto. Haben die sogar berücksichtigt, dass es in Deutschland blaue und grüne Polizeiautos gibt. Nicht schlecht. Na, da sind wir definitiv wieder an der Ebene. Huch. Ja, ist denn die Ebene hier?
Im Real Life macht mich das, die ich im hügeligen und bergigen Gebiet groß geworden ist, ziemlich verrückt, wenn ich in so einer Gegend bin, wo wirklich alles elendslang und weit flach ist. Genauso wie Leute, die dann in so einer Gegend aufgewachsen sind und bei Bergen, in bergigen Gegenden sind, dann schnell mal Panik schieben wegen den Bergen. Was ist denn hier los? Wow. Okay. Und super, jetzt muss die wegen dem Idioten abbremsen und... dadurch natürlich die anderen hier eingesperrt. Wieso fährt er so langsam? Schon wieder einer, kann ich nicht wegziehen. Jetzt. Jetzt hatte ich die Bremse fast durchgezogen, es hat sich gar nicht ausgewirkt. Also man kann fast nur binär bremsen, wenn den Einstellungen. Nicht sehr schön, nicht sehr geschickt. So, wir haben noch 3 Endspielstunden. Ah, man merkt, die Folgen werden etwas länger. Wir machen längere Strecken und bekommen natürlich auch dafür mehr Geld. Also der Kartbezug von dem Armaturenbrett gefällt mir gar nicht. Das würde ich jetzt nicht im Real Life haben wollen. Einerseits ist die Nachteile von Textilien, dass es schwer zu putzen ist und den Staub fängt. Andererseits sieht es nicht mehr besonders aus. So braucht es deutlich weniger Sprit auf der Autobahn, als er auf den Landstraßen verbraucht hat. Sagt die Karte. Die Karte sagt, dass ich mich darauf einstellen sollte, dass ich bald ein Autobahnkreuz nehmen muss. Ah, da kommt es ja auch schon. Hätte ich noch 2 Sekunden gewartet, hätte ich es gesehen. Ist der nächste Punkt, den wir zur Heimatstadt haben, aber dann als nächstes hier dann und mal schön vom Gas und schauen, dass da auch niemand kommt. Ne, sieht gut aus. So, wir haben 40, 40 ist gut. Vielleicht sogar nur 30. Ja doch, der ist schon etwas länger, der ist nicht nur einfach tiefer. Wir haben doch noch gar keinen Schwerlastschein, dachte ich.
Habe ich mich da getäuscht? Ich wollte ja hochwertigere Güter dann. Aber jetzt habe ich erstmal nur Ferngeschichten. Um den Blinker zu bedienen, muss ich jedes Mal kurz vorm Lenkrad. Und da man den Blinker im Allgemeinen dann bedient, wenn man gerade irgendwas mit Kurven macht, ist das nicht unbedingt die geschickteste Sache. Grenzübergang. Rommeln, dachte ich. Rommeln tatsächlich. Was steht da angeschrieben, was man noch nicht lesen kann? Welcome to Poland und Witani Wapolski. Da vorne gibt es wohl eine Autobahn. Autobahn, eine Baustelle. Dann halt mal ein bisschen Platz lassen. Eine Stunde 34. In Spielzeit heißt das, wir sind so gut wie da. Ein wunderschöner Sommertag. 20 Grad plus. Und ich fahre zu schnell. Muss eh bald abbiegen. Sogar für normale Fahrzeuge wäre hier 60. Schicker See. Der Ballon von gestern ist jetzt deutlich weitergekommen. Da vorne liegt ein Vogel. Also ich bekomme wenigstens ein bisschen was an Geschwindigkeit, bevor wir wieder einbiegen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie lange wir denn da tatsächlich noch unterwegs sind. So weit scheint es mir gar nicht mehr zu sein. Komm, 80 will ich, damit ich aufs Knöpfchen drücken kann. Wird immer langsamer statt schneller. Jetzt. Nee, ist definitiv ein anderer Ballon. Der hat eine viel spitzere Form. Das kommt mir nur so vor, aber ich hätte echt schwören können, die Autos fahren hier aggressiver. So, 28 Minuten, wir sind fast da. SKDV. Kennt das jemand? Ich kenn's nicht. So, da vorne ist die Abfahrt.
Nur die eine, gut. Ah, das ist ein Auto. Das ist ja gar nicht die Abfahrtsbrücke, sondern die kommt jetzt dann hier. Und ist wahrscheinlich unter der Straße durch. Gut, gut. Mehr als 30 mag ich hier durch nicht fahren. Sprach's und fuhr mehr als 30? Peter. Oder Pile? Ja, ein bisschen. Darf ich noch? Soll ich noch? So, muss aber gut. Und Gas. Haben wir jetzt aber wirklich den ganzen Bereich gebraucht. Das heißt, wenn ich da nachher rechts abbiege, dann sollte ich jetzt hingehen und beide Spuren nutzen, bis ich da vorne bin. Wohnsilos. Ja, so ist das mit Schwerlasttransportern. Die machen den Gang dicht. Ah, das ist grün, das reicht nicht bis Gorso. Oder? Doch, ich muss nur vor allem ziemlich spät bremsen hier, aber es geht. Ist immer noch relativ gut rumgekommen. Hätte ich vielleicht gar nicht so weit ausholen müssen. Ah, Blinker. Ich hatte doch das Gefühl, dass ich da was vergessen hatte. Weiter vor und erst hier rum. Gleich wieder dicht machen. Hinter uns ist nämlich schon einer und wir müssen da in eine ziemlich enge Einfahrt rein. Ja, wir wollen die Ladung selber abstellen. Und das wird dieses Mal, glaube ich, eine Herausforderung. Ich denke, so muss dahinter. Kommen wir hier rum? Nee. Ich glaube, den Helfer kann ich im Notfall schon auch noch benutzen. Wieso steht da ein Auto? Da drehen. Oder hätte ich die gesamte Strecke rückwärts rein müssen?
Doch, ich kann da drehen. Also so weit wie möglich. Ran. So, und hier rum. Oh, habe ich mich jetzt verhakt? Das sieht alles frei aus. Jetzt aber so, komm. Dann stecke ich wieder fest. Noch nicht zurück, erst alles rum. So, jetzt haben wir ihn leicht eingelenkt. Vielleicht. Auf jeden Fall haben wir es schon mal geschafft und wir haben gedreht.
So, steht gerade. Wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. So, und bis auf das eine Schild, das niemand gesehen hat. Er hat tatsächlich durchgeschafft. Also wir kriegen 12.000 Basisvergütung, Erfahrungsbonus für Fernfahrt und alles drum und dran und einen Erfahrungsbonus fürs Parken. Und wie viele Fähigkeitspunkte haben wir? Das machen wir erstmal hochwertige Fracht. Das wird da ein. Was ist damit eigentlich? Ah, genau, dann müssten wir erst den Lehrgang machen, bevor wir da einzelne machen kann. Aber wir machen hochwertige Fracht. Das ist uns jetzt erstmal wichtiger. Und weil das jetzt so lange gedauert hat, suche ich die nächste Fahrt auch beim nächsten Mal aus und sage jetzt erstmal. Tschüss und bis bald und denkt an das Lenkrad. Tschüss.